Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Live-Commentary auf der Map Turbine gegen die guten alten Bots. Warum gegen die Bots, fragen sich jetzt viele Leute. Warum bloß, warum bloß? Ja, ich habe es versucht, in den Multiplayer reinzukommen, aber ich wurde immer rausgekickt, immer Host-Migration. Und aus dem Grund werden wir heute gegen Bots spielen. Und ich habe auch ein kleines Infovideo für euch vorbereitet, ein Thema. Es geht um das Problem, wie nehme ich am besten auf der PlayStation, auf der Xbox 360 die Spieleaufnahme auf? Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit der Elgato. Die Elgato ist ein kleines Kästchen, auch Game Capture HD genannt, mit dem ihr Spieleaufnahmen in sehr hoher Qualität machen könnt. Und ihr braucht kein Zusatzkabel, also kein Komponentenkabel extra dazu kaufen, um Spieleaufnahmen zu machen. Das Einzige, was ihr braucht, ist wirklich nur ein Laptop, ein PC mit Windows 7 oder Windows 8. Und nochmal Leute, für die Leute, die es noch nicht wissen, Windows 8 funktioniert bei der Elgato sogar wunderbar, einwandfrei. Ihr braucht nicht Windows 7, wie das viele denken. Und was viele noch nicht wissen, das muss einfach gesagt werden, die Elgato besitzt seit kurzem ein Programm für Live-Commentaries. Das bedeutet, ihr müsst nur euer Headset oder euer Gamer-Headset an dem Laptop anschließen und ihr könnt direkt die Stimme in das Video hier hineinschneiden, also hineinarbeiten, ohne was zu machen. Und das ist echt eine coole Sache, müsst ihr euch mal anschauen. Und die Elgato ist aber leider nicht ganz billig, Leute. 160 Euro müsst ihr dafür leider berappen. Anders geht es leider nicht, Commentaries zu machen. Ihr könnt natürlich mit dem Handy den Bildschirm filmen. Das Problem ist natürlich, dass die Qualität nicht so hoch ist. Das habe ich nämlich damals auch gemacht. Habe nämlich auch schon gut 250 Videos mit Handyqualität aufgenommen. Geht zwar auch. Ist aber leider in der Community nicht so gerade beliebt. Ich habe es natürlich gemerkt. Viele haben gesagt, hast du mit dem Taschenrechner aufgenommen? Und ich musste da nur lachen. Warum mit dem Taschenrechner? Taschenrechner hat doch überhaupt keine Kamera. Aber es gibt ja draußen ja die HCVTs. Die haben natürlich die beste Quali am Start. Da gibt es den Sniper. Der nimmt ja immer noch mit Handy auf. Obwohl er eine PVR-Box hat, das verstehe ich irgendwie auch nicht. Das ist echt komisch. Also. Komischer Chaos auf jeden Fall. So, wie steht's denn, Leute? 9 zu 8, wir sind immer noch am Gewinnen, Leute. Und ja, das ist einfach, wie ihr am besten aufnehmen könnt. Ihr könnt natürlich auch die HDPVR-Box nehmen. Das Problem ist einfach, die sieht aus wie eine Xbox, die ist so schwer wie eine Xbox. Und ihr braucht halt einfach ein Komponentenkabel, das ihr zusätzlich kaufen müsst. Und ich denke einfach, das ist ein bisschen scheiße. Und ihr müsst noch ein Programm haben, mit dem ihr eure Stimme zusätzlich machen könnt. Das heißt, alles. Wer heute noch die HDPVR-Box nimmt, der lebt natürlich in der Steinzeit. Es gibt natürlich immer noch Leute, die Elgato nicht nehmen. Das ist natürlich ihr Problem. Ich habe die Elgato genommen, weil Pete Smith sie auch genommen hat. Das ist ein ganz großer YouTuber, Battlefield, alles Mögliche. Und der hat einfach Ahnung, weil er einfach ein Let's Player ist, der weiß, was gut ist und der weiß, was schlecht ist. Zumindest für die PS3 ist ganz klar die Elgato erste Wahl. Und ja. Dann würde ich die HDPVR-Box erst nehmen, wenn es wirklich sein muss. Und die PS4 wird eh keine Elgato brauchen, weil dort ist es möglich, Live-Commentaries direkt zu machen, soweit ich das zumindest mitbekommen habe. Hoffe, dass das aber nicht funktionieren wird, weil sonst hätte ich ja meine Elgato hier unnötig ausgegeben, weil ich will schon auf der PS4 meine Elgato noch benutzen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Und Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr am besten ein Commentary machen könnt. Mit was am besten? Klar, mit der Elgato. Und ich sage ciao, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Haut rein und chillt noch euer.